Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Last Epoch Angespielpart. Ja, danke schön für die ziemlich vielen Aufrufe. Heute machen wir Arena und nämlich, ich bin jetzt noch nicht so, die Skills sind jetzt nicht so geskillt, weil ich sie resetten musste. Weil scheinbar ist Poison tausendmal stärker als physisch und ja, jetzt muss ich mich umskillen. Aber es geht und wir müssen immer hier hoch. Kurz noch an die Kiste. Und zwar haben wir ganz viele Schlüssel. Nehmen wir einen mit und probieren einfach mal, wie weit wir kommen. Das Arena hat sich geändert, scheinbar. So. In der Arena bekommen wir es mit Monsterwellen zu tun. Müssen wir taktisch geschickt uns platzieren schon mal. Und ich denke, es geht los. Also, ja, es ist schon aktiv, okay. Ja. Aua. Direkt erwischt. Lol. Geh nicht mehr auf mich. Ja, mir geht's momentan viel besser. Also, ich habe ja gesundheitliche Probleme gehabt mit Entzündung. Und so. Bitte nicht sterben, Minions. Momentan viele Gegner. Sollten wir uns ungefähr hier platzieren. Ja, sie bekommen nicht so viel Schaden, nur der Toten bekommt Schaden. Sehr interessant, also. Viele Herausforderungen hatte ich eigentlich kaum in einem Spiel. Es ist sehr ein taktisches Spiel. Nicht gerade so meins. Ich bin eher der No-Brain-Action-Liebhaber. Aber, hey, lass mich doch ein bisschen in Ruhe. Gibt's doch nicht. Es ist eigentlich recht ein taktisches Action-Rollenspiel. Ich mag's. Es ist nicht mehr so viel Hackenzen. Ah, geil, ist der Wölfe. Cool. Ganz viele neue Gegner, sehe ich gerade. Neben den nächsten Videos werden wir auch die Story dann ein bisschen weitermachen, bis es nicht mehr geht. Ich sehe immer noch die Beta. Es kommt immer noch viel dazu. Aber es geht eigentlich ziemlich gut weiter. So ungefähr 4 oder 5 neue Gebiete noch. Finde ich sehr interessant. Ich bin jetzt momentan in der Mitte vom neuen Content. Der kam, glaube ich, Ende August oder September raus. Ah, die hüpfen immer. Das ist schon ein bisschen schwer. Einfach die Minions nicht viel machen. Die Minions müssen einfach noch stärker werden. Noch mehr Poison. Und hier wurde wieder resettet. Die zwei wurden resettet, deshalb war es so schwer. Voll doof, dass immer alles resettet wird. Schade. Hier müssen wir, glaube ich, hier irgendwo hin. Genau hier. Dann. Auf Krit vielleicht. Ne, auf jeden Fall hier runter. Okay. Können wir die kaputt machen? Nur wenn wir aufhören, oder? Nochmals mehr. Nochmals härter, bitte. Gut, danke schön fürs Blocken. Ich weiß nicht genau, wo man sich platzieren sollte, aber ich denke schon irgendwie zwischen den Waypoints auf der Seite. Also die Spawnpunkte hier. Gehen wir hier zurück. So, der Baum hilft uns, ein bisschen abzulenken, aber er spawnt natürlich nicht immer. Er hat einen großen Cooldown, leider. Aua. Nein. Aber sehr interessant, nur ein bisschen. Ja, Performance-technisch das Spiel halt noch nicht gut. Also, ich habe irgendwie mit meinem PC ein bisschen Probleme mit der Performance. Es haben nicht alle scheinbar Probleme. Ich habe es aber auf einer SD, das ist es nicht. Es könnte einfach nur irgendwie die Grafikkarte sein. Muss halt eine andere Grafikkarte bald kaufen.
Weil GeForce 89 GTX Quad ist eigentlich gut, aber manchmal haben einfach Spiele ein bisschen Probleme mit dieser Grafikkarte. Oder es werden nicht alle Cores benutzt. Wieso sind die kleinen Skorpione denn so? Oh, jetzt habe ich ein Health Portion vergeudet. Das ist echt richtig interessant und ja, ich bin noch schnell gelevelt, weil die noch nicht gut ausgebaut sind, gelevelt sind, oder? Ja, nochmals an hier rein und hier kommt. Ja. Genau. Wo wir dann noch hingehen, weiß ich nicht. Physical Damage vielleicht oder mehr Rampage Effekt. Noch Tank hier machen. Keine Ahnung. Aber weiter kommen wir noch. Wir sterben noch nicht so schnell. Nur so Schadensspitzen sind halt extrem manchmal bei Last Epoch noch nicht ganz so gut ausgebalanciert. Also es gibt so Blutwerfe in den neuen Gebieten, die so viel Damage machen, dass man eigentlich ständig nur trinkt. Also völlig unbalanciert sind noch. Ah, hier dazwischen, hier ist ja eine gute Position. Oh, aber nicht, wenn die Minions hier oben sind. Und hier unten einfach die Gegner kommen. Ja, ich muss mehr den Ding einsetzen. Fließt wenigstens jetzt noch. Bevor der Raptor freest. Einer freest dann. Also sollte ich ja Friesen machen, damit ich ein bisschen mehr geschützt bin. Ja, und jetzt betreiben sie wieder. Gott, oh Gott. Liebe Entwickler, nicht so übertreiben. Ihr seid ja schon gute Entwickler, aber manchmal übertreibt sie schon ein bisschen. Also das Game macht einfach viel Spaß. Das ist einfach so eine mega Suchtspirale hier. In diesem Game. Ich könnte stundenlang spielen und mir wäre es nicht langweilig. Aber dennoch, eben, es gibt halt einfach so noch ein paar Probleme. Hier hat es neues Case. Da muss ich schauen, was ich da nehme. Ich muss also resetten. Ein paar anderes Case nehmen. Ja, passive. Und hier gehe ich jetzt zuerst mal auf Crit. Weil das einfach am meisten Schaden macht. Und jetzt ist Arena-Wechsel. Okay. Ah, ein Ding ist gestorben, ein Wolf. Da hatte ich den gar nicht dabei. Nee, ich habe ihn immer wieder eingesetzt, dass einer ist gestorben. Schade. Ich hatte immer ja das Höhlen eingesetzt. Also ist er leider gestorben. Also da muss ich noch ein bisschen defensive machen, scheinbar. Ja, gut. Und die leveln auch schnell jetzt, weil ich settet habe. So, jetzt suchen wir noch den letzten Gegner. Da. Das sind doch noch ein paar mehr Gegner. Stärke gegen. Oh, da kommen die Giftwerfer. Chimeras, genau. Wow. Betrieben. Voll groß. Ah ja, ich muss ja noch ein paar Sachen sagen. Also, ich werde wahrscheinlich bald auch englischsprachige Videos machen. Ich lerne jetzt momentan gut Englisch. Nicht wundern. Aber, ich werde bald irgendwie, ja, wenn es gut läuft, bekannter. Fußball. Und dann möchte ich natürlich das internationale Publikum auch ansprechen können. Also einfach nicht wundern. Aber auch nicht wundern, wenn ich noch nicht so gut bin. Aber irgendwann muss ich schon beginnen. Ja, mein Ziel ist es ja auch ein bisschen bekannter auf YouTube und Twitch. Ey, Mann! Unglaublich, wie viel Defensive braucht man. Man findet auch kaum Items, ey. Ich muss echt mal craften. Das kann mir gerne mal jemand auch ein bisschen erklären.
Eigentlich schon, aber ich möchte die Items jetzt auch nicht verschwenden. Ich muss also wirklich da die Crafting-Materialien einsetzen. Jetzt habe ich einfach nichts bekommen. Dann machen wir das nächste Mal Maps. Arena ist mir einfach noch zu riskant ohne Items. Ja gut. Wir müssen uns noch stärken. Schade. Ich hätte euch echt gerne mal die Belohnung noch gezeigt. So. Noch ein. Aha, jetzt sind wir schön am Leveln gewesen. Ah, jetzt hätte ich hier unten noch nehmen sollen. Naja. Und hier haben wir gesagt, wir gehen auf. Ja, gehen wir zuerst hier. Und hier gehen wir genau hier runter, stimmt. Okay, da ist 1 von 1 und der ist 1 von 3. Ja, es ist schon interessant, aber ich möchte jetzt lieber hier weitermachen. Und hier haben wir gesagt Defensive. Utilität, bevor wir hier mehr Health machen. Ja, und eventuell hat ein Wolf weniger. Einfach das rausnehmen hier. Dann hätten wir einen Punkt mehr. Oh, gut. Also machen wir eine Map und ich werde es genau, glaube ich, hier rechts oben. Machen wir. Ja, machen wir das Schwerere. Leider resettet es immer wieder nach neue Stadt, also man muss recht lang dranbleiben. Und das schaffe ich halt kaum. Ich habe leider den ganzen Tag was vor, muss immer wieder trainieren, trainieren. Ist auch nicht so leicht, jetzt auch zu livestreamen und so. Naja. Und gleich mal das schwerste Gebiet. Das mochte ich anfangs Mai nie. Dieses Gebiet, das war so schwer. Auch wenn wir diese zähen Gegnern und ja, diese Feuerbursts. Und ja, genau, wenn wir die Gegner hier aufgetaucht sind. Also so ein unendliches Auftauchen von Gegnern. Fand ich richtig scheiße. Aber gut, das haben sie jetzt hier eigentlich ein bisschen leichter gemacht. Trotzdem sind natürlich harte Gegner hier. Ja, wir müssen Ausschau halten auf Resistenzen und Crunching Blow, wie es heißt. Ein bisschen verwirrend. Was man hier alles braucht an Defensive, das ist schon klar. Das Spiel hat einfach zu wenig durchgehend. Würde schon mehr gerne spielen, aber ich habe andere Games, die halt auch viel Zeit verbrauchen. Aber ab jetzt werde ich eigentlich öfters spielen. Genau. Hab schon Lust, jetzt wirklich viel Last Epoch zu spielen. Das ist mein Lieblings-Hack'n'Slay momentan. Ja, Diablo 3 macht Aufnahmeprobleme. Da ist nur ein schwarzes Bild bei mir. Keine Ahnung wieso. Und ja, Grim Dawn ist jetzt momentan halt einfach blöd, dass ich nicht resetten kann. Wer weiß, wie man bei Grim Dawn den Charakter und das Lager resetten kann, der darf gerne mir das in die Kommentare schreiben. Und ja, wer Lust hat, die Diablo 2 zu modden oder Grim Dawn, was einfacher ist, der darf da gerne mir Bescheid sagen bei Discord, online kommen, mich anschreiben. Und schon wieder so mega kassiert. Aha, und die gibt es auch noch, genau. Die ein bisschen ob die eskalieren. Echt ganz grell.
Ja. Also Glancing Blow heißt es, okay. Die Schuhe hätte ich gerne angezogen. Ja, die Helfregen geht schon stark zurück. Weniger Movement Speed, schade. Nützen 4 Chance. Ja, eigentlich nicht so viel, aber aufbewahren mache ich. Und hier haben wir ja nicht so einen guten Stab. Genau. Was ist hier drauf? Ja, schlechter, aber fürs Crafting. Aufbewahren. Genau. So. Hier runter. Wie viel haben wir jetzt, kleine Babyskorpione? Null. Gestorben. Ah, die gehen hier runter, rechts runter. Irgendwo hier hin. Okay. Ausweichen dem Feuer. Auch schon richtig tolles Hack and Slay. Das ist einfach genial. So viel Taktik. Also drei Skorpione haben wir hier, kleine. Es wird leider nicht angezeigt, wie viel wir haben. Sind wir noch drei Maximum? Ich habe doch geskillt. Komisch. Also bringt's die Nutze eigentlich dann gar nicht. Oh. Fast wären wir noch gestorben, wenn Skill eingesetzt hätte. Also wir müssen unbedingt defensiver werden. Ist schwache. Ich möchte noch kurz den Boss zeigen, aber das ist noch ein größeres Gebiet, Schem. Naja. Doofes Gebiet. Ah, der macht schon echt viel Damage. Also Raptor ist mit Abstand das beste Minion. Da hatte Golem keine Chance von dem Necromancer. Katana. Ich liebe asiatische Waffen. Ja, ich muss mit dem Aufnehmen schauen, weil es kann sein, dass ich da nicht so gut aufnehmen kann. Also es ist momentan so, ich muss auf dem Desktop sein und dort den Aufnahmeknopf manuell bestätigen. Und nicht in-game geht's nicht. Also da muss die Engine wieder anders sein, damit man in-game auch aufnehmen kann. Ja, weiß nicht, wie die Entwickler das eigentlich relativ gut einstellen können. Das sollten sie es machen. Das sollten sie eigentlich unbedingt machen. Weil es gibt nicht viele Videos und Livestreams von Last Epoch. Das ist so schade. Ja, ich wollte auch ein bisschen eine Chance, wenn ich ein bisschen alleine bin beim Video und Livestream. Also wenn ihr Lust habt, kann ich auch noch Livestreamen, gell? Werde ich eventuell auch machen bald. So. Okay, dann haben wir gleich das letzte dort noch. Ah, kurzes Unique anschauen. Den nehme ich mal mit. Kurz Raptors kühlen. Ja, und jetzt, wohin? Sollen wir 4 nehmen? Gehen wir mal kurz auf 4. Weil das schützt uns vor allem. Ich hoffe aber, die Gegner hauen nicht allzu schnell ab. So. Melee Stun. 160% increased Melee Stun Chance. Ja, you cannot not. You cannot leech health. Okay. Ist jetzt gerade aber nicht so schlimm für einen Tank. Gibt keinen Boss. Gibt nur diesen. Ah ja, da kommen aber Gegner raus. Ja, noch nicht so früh einsetzen. Gut.
Aber wir machen dann im nächsten angespielt Part weiter. Ja. Kommt eigentlich relativ schnell der nächste Part. Ich hoffe, heute nur noch, sonst einfach morgen, wenn ich Zeit habe. Ja, jetzt setzen wir den Skill wieder ein bisschen ein. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir noch Freeze-Chance bei einem Gegner haben. Bei einem Minion. Das bringt natürlich schon recht viel. So. Okay. Und eine gute Belohnung. Aber schlechte Items. Ich brauche unbedingt Resistenz und so. Aber kaum Items haben Resistenz. Na gut. Noch mehr Crit-Chance. Und hier. Ja, weiter hier. Und dann auch weiß ich nicht, was er hilft, werde ich nicht mal nehmen. Ja, also, bei Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus. Ich brauche unbedingt Hilfe. Und, ja, ich werde jetzt sicherlich auch noch viel weiter Wissen erlangen durchs Zocken. Ich habe Motivation, also es kommt gut an. Dankeschön dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, kann ich mir nicht abstellen.